Hallo zusammen, Aizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, auf Biegen und Wächern anzunehmen bei Havendel Feuerzunge. Man sieht sich. In Vashir, Tanktarwald, an dieser Stelle. Allerdings sind wir in einer Höhle drin. Eingang befindet sich hier. Vorquest war Welle der Zerstörung. Fort mit euch. Wir dürfen jetzt hier auch direkt aufmounten. Und abdüsen. Ich werde jetzt ein paar Mobs von diesen Quest-Mobs töten. Und dann werde ich eine kurze Unterbrechung machen. Weil es ist ja immer dasselbe. Wir sind schon auch im Questgebiet. Das hier ist das Questgebiet. Und da dürfen wir 12 Nagas töten. Der Zinyatab. Alle Nagas in diesem Gebiet sind Nagas der Zinyatab. Diese Kasterin hier unten auch. So, ich mache jetzt die kurze Unterbrechung und melde mich wieder bei euch, sobald ich alle Mobs zusammen habe. Nicht wegschalten, bis gleich. Da bin ich wieder. Ich habe schon 11 von 12 Mobs. Und ich glaube, ich habe gerade was Falsches gesagt. Und so habe ich gesagt, alle Mobs in diesem Gebiet sind Nangas der Zinyatab. Stimmt natürlich nicht. Die Mobs am Boden zählen nicht dazu. Sagen wir alle Nagas in diesem Gebiet. Zinangas der Zinyatab. So ist es korrekt, okay? Braucht kein Kommentar schreiben, es sei denn, ihr wollt was wissen oder so. Aber nicht deswegen. Und sobald ihr den letzten Mob abgeschossen habt, in diesem Gebiet, könnt ihr die Quest auch direkt abgeben über dieses aufgeploppte Fenster. Oder ihr schwimmt hier hinein in diese Höhle und gebt bei die NPC die Quest beim NPC ab. Hier sieht man einen Gang zu dieser Höhle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniert-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.